hatte gerade meine erste Stunde auf dem E-Scooter. Ich muss sagen, am Ende war ich echt begeistert. Am Anfang habe ich gedacht, oh, das ist eine ganz schöne wackelige Angelegenheit. Beim Lenken ist mir das besonders aufgefallen. Da habe ich gedacht, dass wie beim Fahrrad, wenn ich einlenke, dass der Scooter sofort reagiert. Das ist hier bei dem E-Scooter, bei dem E-Floater ein bisschen anders. Da muss man sehr mit dem Körpergewicht noch arbeiten. Und als man das raus hatte, hat man recht Spaß dran gewonnen. Dann kann man carven und da ist ein großer Fun-Faktor dabei. Fraglich ist, wie das Gerät im Straßenverkehr reagiert. Man kriegt doch ordentlich Tempo drauf, über 20 km/h. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass dann auf dem Bürgersteig damit sicher gefahren werden kann, weil wenn dann mal ein Kind über den Bürgersteig läuft oder so, kann man doch nur schwer reagieren. Beim Bremsen hat man zwei Möglichkeiten. Man kann auch am Lenker drosseln oder man nimmt den Rücktritt, wie man ihn von früher vom Roller, vom Tretroller auch kennt. Aber insgesamt würde ich sagen, auf einer Straße, die verkehrsberuhigt ist, wo nicht viel los ist, macht der E-Floater auf jeden Fall Spaß. Den Scooter, den wir jetzt getestet haben, ist schon ein älteres Modell vom E-Floater. Also man beschleunigt mit einem kleinen Schalter am Griff, am Lenker, mit dem man auch auf der anderen Seite bremst. Neuere Modelle haben das ähnlich wie beim Motorrad, da beschleunigt man eher durchs Drehen und hat auch eine richtige Handbremse. Eine Minute kostet 15 Cent, es wird alles per App abgerechnet. Mit App meldet man sich auch bei dem E-Floater an, man schließt den damit frei. Die Batterie hat eine Reichweite von 20 Kilometer ungefähr. Wenn die Batterie leer geht, dann meldet sich die App. Man hat aber auch am Lenker noch eine Skala, auf der man sieht, wie der Akkustand gerade ist. Berganfahren ist schwierig bei schwereren Leuten. Der Scooter war jetzt bis zu 90 Kilo ausgelegt. Wenn man bedenkt, man wiegt, sag ich mal, 85 Kilo, will dann noch was einkaufen gehen, ist man schnell bei 90 Kilo. Deshalb muss man doch schon achten, dass man Modelle findet, die vielleicht ein bisschen mehr Gewicht vertragen können. Aus Sicherheitsgründen hat der E-Floater natürlich auch eine Hupe am Lenker. Das war ein sehr schriller Ton, auf dem auf jeden Fall reagiert wird. Da es ja ein älteres Modell ist, weiß man jetzt noch nicht, wie es bei der neueren Ausführung ist, aber auf jeden Fall. Aus Sicherheitsgründen gibt es auch eine Hupe.